Bevor das Video startet, wie es hier oben schon steht, ich bin jetzt live auf Twitch und höre mir mit euch zusammen die neuen Songs des Abends raus. Ich habe gehört, irgendwas mit UFO, mit Raf Camora, irgendwie kommt da einiges heute Abend. Kommt gerne vorbei, erster Link sonst in der Beschreibung. Wir haben vor 2 Wochen die letzte oder erste Single von Fahrt abgecheckt und heute Abend wird es auf jeden Fall nochmal wilder. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Mir geht es auf jeden Fall extrem gut, denn endlich ist mein Award da. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie stolz ich darauf bin. Und ja, da kommt auf jeden Fall in sehr, sehr naher Zeit das nächste Ding. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auf jeden Fall, heute Abend geht es um Fahrt, PA Sports und Asche. Okay, das ist eine sehr, sehr, sehr wilde Mischung. Fahrt hat mir das Ding schon im Voraus geschickt, ne? Nur damit ihr euch nicht wundern müsst oder so, warum das eine Videodatei ist. So, 3 heißt der Song, by the way. Ganz ehrlich, vom Vibe könnte das voll das Kollege-Outro sein oder sowas, finde ich gerade. Asche, Asche, jede Zeile ist wie Pfefferspray. Ich eskalate und breche Nasen wie Cassius Clay. Habib Poirier, Submitted Rapper beim MMA. Und werd celebrated von Amis wie ein Independence Day. Digga, war das nice gerappt, Mann. Oh mein Gott, okay. Also ich sehe gerade sehr viel im Deutschrap. Also das Drumherum, darüber will ich gar nicht reden, Alter. Das ist komplett für den Arsch. Aber was die Musik jetzt angeht, also wir sehen sehr, sehr viele Experimente. Wir sehen aber auch sehr, sehr viele, die einfach roughen, normalen, was heißt normal, ne? Ihr wisst, was ich meine. Rap einfach auch wieder machen, ne? Also es geht wirklich in 1000 Richtungen und ich finde das geil, ne? Contra K mit eher Rock-Elementen. Dann gibt es Leute mit House-Elementen und dann gibt es halt, wie gesagt, Leute, die einfach rough Hip-Hop machen. Ich finde es cool, Mann. Ich glaube, es ist gerade die einfachste Zeit rauszupicken, was einem gefällt und was nicht so. Unter Wasser, aber Luft über, steh mein Mann. Warte mal, ein bisschen mal hier auf den Text achten, Alex. Cassius Clay, Habib Poirier. Cassius Clay, ne? Muhammad Ali. Was Spray, ich escalate und breche Nasen wie Cassius Clay. Habib Poirier, Submitted Rapper beim MMA und werd celebrated von Amis wie ein Independence Day. Seit wann ist das eigentlich wieder so ein Ding geworden, dass alle irgendwie Fighter oder Boxer oder so sind? Ihr habt das Gefühl, dass gerade alle irgendwie bei Asche ist klar, das hat auf jeden Fall Vergangenheit so. Warum ist das bei allen anderen gerade so hyped? Auch in der YouTube-Szene und so weiter, ne? Warum ist das so? Warum ist das so? Wissen Sie nicht, wohin mit Ihrem Testosteron? Ja, wahrscheinlich. Unter Wasser, aber Luft über. Steh mein Mann vor Falschschlangen und YouTubern. So viel Namen. Ich glaube, da wissen wir auch direkt, wo, an wen das gerichtet ist, gemeint ist. Oh. Und was bleibt, ist ein Resümee. Fick dein SQP im Cage, gibt's keinen Rettungsweg. Schmaler Grat zwischen Zielgerade und. Warte mal, Resümee? Ich hab's leider nicht gehört, aber ist das nicht ein Song von Maestro gewesen? Ich habe nur irgendwie so einen Teil von einem Interview, glaube ich, gesehen, wo er meinte, ja, in dem Song Resümee erzähle ich, warum es keine Videos mehr gibt und so weiter, glaube ich, ne? Habe ich leider verpasst tatsächlich, weil keine Ahnung, kein Plan, ist an mir vorbei irgendwie. Fick dein SQP im Cage, gibt's keinen Rettungsweg. Schmaler Grat zwischen Zielgerade und Niederlage. Rap nur für die Straße, nicht lila Farbe und Visa-Karte. Bin wie der Pate, schieße Rivalen. Nicht lila Farbe? Ah, da will aber Joel Santana und Cameron wollen aber, Rettungsweg, schmaler Grat zwischen Zielgerade und Niederlage. Rap nur für die Straße, nicht lila Farbe und Visa-Karte. Bin wie der Pate, schieße Rivalen in die Visage. Bis mein ganzes Pulver verschossen ist wie Liebespaare. Bereit zu sterben und kassieren, doch ich fühle es jeden Tag. Mann, ich werde explodieren. Gib einen Kuss auf deine Stirn, Mama, das hier ist mein Masterplan. Wenn ich mal Auge mach, dann Sharingan. Immer diese schönen Anime-Anlehnungen. Ach ja, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall zuzuhören, ja? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Jetzt geht's weiter. Bei Legenden auf dem Movie-Screen. Die Weste macht, dass mein Blut nicht fließt. Die Pisser rennt, wenn die Kugel. Ich wollte gerade sagen, man hat ihn zwar noch nicht gesehen, aber ist das nicht PA? Flieg, die letzten Jahre gab es zu viel Krieg. Gibt es Bella, kommt die Crew ins Spiel. Ey, der PA hat auch so eine besondere Stimme mit Autotune, ne? Ich muss sagen, ich hab's nicht oft gehört. Also zumindest habe ich es jetzt gerade nicht so krass im Kopf mehr tatsächlich. Also ich habe eher die Songs
tatsächlich gehört, wo eher weniger Autotune ist. Aber er hat schon so einen besonderen Vibe, finde ich, mit Autotune, ne? So eine bestimmte, so eine Stimmfarbe, sag ich jetzt einfach mal. Legendary wie der Roofless Deal. Die letzten Jahre gab es zu viel Krieg. Drei Legenden auf dem Movie. Hat PA auch ein Part? Ich bin gespannt. Schreibe einen Part und ficke circa 30 Rapper. Parallel dazu Couscous und paar Feigenblätter. Ritze meinen Namen in die Bänke mit dem Fleischermesser. Mann, ich ficke eure Toten wie ein Leichenschänder. Briefe aus der Heimat und Mucke aus der... Hat er jetzt wieder Totem gesagt? Oder Toten? Ja, mein Lieber, das sagt man so auf der Straße. Ich ficke den Toten von denen oder so. Ich ficke eure Toten. Das ist sehr so humorvoll gemeint, so, weißt du? So nach dem Motto, ich fixe eine Generation. Natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint. Hä? Fleischermesser. Mann, ich ficke eure Toten wie ein Leichenschänder. Briefe aus der Heimat und Mucke aus der Westküste. Unkerbunte Blüten immer noch in meiner Blechbüchse. 100.000 Rap-Sprüche und weil... Okay, die müsst ihr mir noch mal kurz in den Kommentaren bitte erläutern, ja, die Line. In die Soos, als wäre meine Wohnung eine gottverdammte Crackküche. Aufgewachsen zwischen Schulverweis und Bolzplatz. Erzählte meiner Mutter, wie ich aus der Scheiße Gold mach. Die Scheiße hat geklappt. Efna Sisi ist ein Rockstar. Dribbelt den... Boah, ich weiß noch, bei der letzten Reaction habe ich euch gefragt, seit wann ihr Fahrt kennt und wann ihr angefangen habt, Fahrt zu hören oder sonst was. Bei mir war es tatsächlich, wie gesagt, Freestyle-Battles, ne? In Hagen, Kultopia. Ich hab keine Ahnung, was das war. Feuer über Deutschland kann sein oder One-on-One oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Seitdem muss ich sagen. Und ich liebe seine Storytellings, ja? Storyteller finde ich bei ihm ganz, wie soll ich sagen, spannend. Ist irgendwie wie so ein Buch, ne? So wie es halt sein soll. Wie Okocha, dribbel wie die Dropper. Jeder kriegt nur eine Chance und ich... Rashid und Jamal natürlich, ja. Zu meine, kauf mir Immobilien und ein bisschen Luxus-Scheiße. Dicke Autos, dicke Titten und ein dickes Plus. Dein Vater sagt, dass ich jeden von euch ficken muss. Drei Legenden auf dem Movie-Screen. Die Weste macht, dass mein Blut nicht fließt. Ihr Pisser rennt, wenn die Kunis fliehen. Die letzten Jahre gab es zu viel Krieg. Gibt es Bella, kommt die Crew ins Spiel. Legendary. Ich finde die Hook irgendwie geil, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich find's cool. Also die Parts schön straight rough gerappt, sag ich mal. Was heißt rough, aber straight gerappt halt. Und hier und da natürlich Lines, wo man lachen musste, wo man grinsen musste, sowohl bei Asche und, als auch bei Fahrt. Und PA irgendwie so als, ja, so als, wie, ja, als Hook, ja? Es ist eine Hit-Hook, finde ich. Also ich finde die schon sehr catchy, von der Melodie her und so weiter. Zu viel Krieg, drei Legenden auf dem Movie-Screen. Schaff im Kolinon siebenstellig. Was? Es gibt sogar noch ein Part. Oh, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. 3 Minuten 27 kriegen wir hier von denen. Geil, danke. Screen. Schaff im Kolinon siebenstellige Summen ran. Erzähl mir nichts von deutschem Rap. Diese Szene ist Pussyland. Warum so unentspannt? Bin ich in deinem Bundesland? Ruf ich auf unbekannt bei deiner Mutter an und gib der Nutte Schwanz. Grüße an... Wow, das ist schnell eskaliert, Alter. Komm mal runter. What the fuck? Screen. Schaff im Kolinon siebenstellige Summen ran. Erzähl mir nichts von deutschem Rap. Diese Szene ist Pussyland. Warum so unentspannt? Bin ich in deinem Bundesland? Ruf ich auf unbekannt bei deiner... Also was ich halt so mitbekomme, ne, ist halt eher so Richtung so Insta-Stories und so ein ganzes... Ne, wie gesagt, mich juckt das alles gar nicht, was da im Hintergrund abgeht und so. Aber wenn ich was mitkriege, dann ist es immer irgendwie Insta-Story da, TikTok hier, Interview da, so, keine Ahnung. Weiß nicht. Mutter an und gib der Nutte Schwanz. Grüße an die Woke-Bubble, bleib in meiner Flow-Bubble. Politisch unkorrekt wie eine Atomwaffe. Lebe den Millionen-Hustle, seit ich 28 bin. Wer besser, wenn ihr Land gewinnt, ihr schlampen Kinder, Baby, das ist 7 Sterne. Digga, ich wollte gerade sagen, da hat man, glaube ich, einen Cut gehört, weil das float ja so geistesgestört durch. Als ob er dafür die Lunge hat. Land ruf ich auf unbekannt bei deiner Mutter an und gib der Nutte Schwanz. Grüße an die Woke-Bubble, bleib in meiner Flow-Bubble. Woke-Bubble? Was ist da vorgefallen? Ach, ich will es ja eigentlich nicht wissen. Aber doch, schreibt's mal in die Kommentare. So ein bisschen, so von außen luschern, ja? Mehr nicht, nur so ein bisschen. Ist schon korrekt wie eine Atomwaffe, lebe den Millionen-Hustle, seit ich 28... Da war der Cut. Seit. Genau vor Seit.
Politisch unkorrekt wie eine Atomwaffe. Lebe den Millionenhustle, seit ich 28 bin. Wer besser, wenn ihr Land gewinnt, ihr schlampen Kinder. Baby, das ist 7 Sterne Flex. Ich halte mein Erbe fest. Fühl mich grad auf diesem Beat wie damals beim ersten Sex, Digga. Flow anormal. Digga, das war halt geistesgestört durchgeflowt, ne? Also, ne, ohne den Cut, das wäre, holy. Ey, gefällt mir gut. Der ganze Song gefällt mir. Das ist nicht so ein Straßending, so, weiß ich nicht, so straight, so richtig auf die Fresse, weiß ich nicht, sondern es ist so, wie soll ich sagen, so ein subtiles Rumgeficke, ja? Das Video ist schon wieder rot und werbeuntauglich. Ja, ich hab so keinen Bock mehr. Wie damals beim ersten Sex, Digga. Ja. Flow anormal, andere Liga als die Playlist-Rapper. Und zahle dennoch 1000 Euro für ein Basic-Sweater. 7 Signings und ein Top-Model nennt man Jay-Z-Setup. 100 Bars Infinity. Digga, sind wir mal ehrlich, PA hat schon durchgespielt, ne? Boah. Warten auf PAs Vendetta, Essen 45, häng hier immer noch ab. Bin ein gemachter Mann, doch zieh die Pisser immer noch ab. Check, drei Legenden auf dem Movie. Sind wir mal ganz ehrlich, wie intelligent ist das bitte von PA? Einfach Künstler zu haben, die nicht nur ins Hip-Hop-Business und in diese Bubble gehören oder passen, sondern auch wirklich Mainstream-technisch funktionieren, wie zum Beispiel ein Fordy, ne? Oder Jamule. Das sind ja Künstler, die sowohl als auch akzeptiert und funktioniert, also akzeptiert werden und funktionieren. Das muss man erstmal hinkriegen, so ein Händchen zu haben, ne? Das ist schon. Die Weste macht, dass mein Blut nicht fließt. Die Pisser rennt, wenn die Kugel fliegt. Die letzten Jahre gab es zu viel Krieg. Gibt es Bella, kommt die Crew ins Spiel. Legendary wie der Ruthless Dean. Die letzten Jahre gab es zu viel Krieg. Drei Legenden auf dem Movie. Okay, aber der Zusammenhang, klar, ja, müsst ihr vielleicht auch nochmal erklären. Moviescreen, es gab zu viel Krieg, drei Legenden auf dem, es gab zu viel Krieg. Also generell, meinen die sind, jeder von sich ist durch einen Krieg gegangen, so mehr oder weniger für sich. Ja, also ist schwierig jetzt sowas zu sagen gerade, ne, aber Asche mit seiner ganzen Zeit natürlich. PA hatte auch die ein oder andere Aneckung, sag ich jetzt mal. Fahrt weiß ich jetzt gar nicht tatsächlich. Interpretationsfreiheit, ja. Spider-Man Publishing oder was? So, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's sehr, sehr stabil. Es war ein sehr angenehmer Sound. Wie gesagt, die Hook war nochmal so eine schöne Abwechslung da drin. Die Parts waren durchgehend nice. Also kann man nichts sagen, Alter. Ja, wenn ihr Bock habt, kommt gerne auf Twitch vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Man sieht sich. Peace.